Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Kayra ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. So, meine lieben Drachlinge, da sind wir auch schon wieder. Muss noch kurz schauen. Ja, OBS nimmt auf, super. Gut, dann können wir auch hier weitermachen. Wir hatten im letzten Mal hier gegen einen Golem gekämpft, dann gegen einen Gargoyle. Den hatte ich erst beim dritten Anlauf, glaube ich, geschafft, genau. Und dann, ja, war es eine Art größerer Bosskampf gegen, wie hieß der nochmal? Neutral hieß der, glaube ich, genau. Einer von der wilden Jagd. Und ja, nochmal hier, gemütlich weiter. Wir haben dann hier das Labor des Elfenmagiers durchsucht und ja, mal schauen. Jetzt geht. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, warum nicht? Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Geh voraus. Vella Glan. Hier finden wir bestimmt etwas. Wo bist du denn da? Oh. Halt, warte mal. Charakter. Oh, Level 6. Ja, wow, jetzt dürfen wir endlich offiziell hier weitermachen. Yay, wir haben einen freien Platz. Was? Nein, warte mal. Hier irgendwas, was ich benutzen wollte. Das ist Art. Täuschung. Hier nachhaltige Glyphen. Ach, Irden ist das. Okay. Mit Axi. Okay. 45% Chance, dass die Rüstung da abfackelt, okay. Ich sagen, das vielleicht, ja. Da ist hier oben noch was, was besser wäre als hier. Maximal Ausrüstungsgewicht wird um 60 erhöht. Aha. Ich habe ja eigentlich keine Probleme hier mit den Sachen. Achso, das ist jetzt die Rüstung. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie ich das machen möchte. Also,
Aktivität. Heute maximale Vitalität um 500. Das muss man bekommen. Ja, das klingt gut, auf jeden Fall. Brauche ich auf jeden Fall. So. Haben wir unseren Geralt aufgerüstet? Warte mal. Hatten wir nicht von dem guten Nitral irgendwas bekommen? Das Schwert eines Kriegers der wilden Jagd. Wow. Wow. Das ist so viel tolles Zeug, Nitral. Nee, also. Vergessen den Ranz. Das ist unser Zeug besser. Warte! Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Hier. Eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Habe ich das ja aus Versehen ja richtig gemacht. Tier, okay, der als drittes. Also erst den, dann du. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Ja. Vier Statuen, alle sehen gleich aus. Ja, dann zünd das doch an. Warte. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Okay. Hier? Na komm, anzünden. Ist das ein Panther oder was? Warte. Da hinten. Ist der sonst noch irgendwas? Nö. Wo ist denn Kira? Von hinten. Ja, anzünden. Es hat funktioniert. Yeah. Ja, bevor du jetzt da reinreizt, Mädchen, einmal speichern. Komm mit. Oh, wessen Grab ist das? Oh. Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginnern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay?
Mist, da vorne hat sie ja irgendwas gesagt im Schluss jetzt. Notiz eines Wissenden. Sind glaube ich nicht so gut wie meine, oder? Ne, meine sind besser. Heißt, wir haben später genug Zeug zu verkaufen. Wenn wir jetzt dann zu dem Baron müssen, dann eventuell da Geld bezahlen sollen für seine getöteten Leute. Naja, haben wir jetzt dann genug Zeug zu verkaufen. Komm. Kommste, Mädchen. Wo ist denn noch irgendwas? Nichts, irgendwas, warte mal. Sieht so aus, als wenn da irgendwas wäre. Doch, da kann man hoch. Jetzt denn dahin. Kommst du? Ort der Macht. Magie, ein Ort der Macht. Okay. Oh. So ein Ticker wieder. Wir haben noch Würden. Vielleicht hilft Würden irgendwas. Beim Golem. Oh. Und noch ein Fertigkeitspunkt. Super. Warte mal. Können wir den ja direkt einsetzen? Weil ich den Fähigkeitspunkt wieder haben. Schnell. Anderes machen können, aber egal. Das ist erstmal so. Verdammt. Komm. Wo ist er? Der Dicke. Und der Kleiner. Komm. Ey, nicht wegrennen. Komm her. Aua. Ich hör den Rücken. Aua, ich muss hinter dich und die einen. Au, lass mich. Doch.
Da, komm her. Aua, aua. Grundstein. 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 Ist Gutes bei? Nee, die müssen wir auch so. Grundstein. Schwaches Schwert, genau. Das ist so. Ausrüstungsmaterial, Geld. Okay. Zweiten Knie. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Hast du doch schon. Muss man hier zurückgehen. Mädel, kommst du? Wir müssen jetzt, glaube ich, komplett zurück. Ja. Kommst du, Frau? Beweg dich. Hier geht's da raus oder da, weiß nicht. Mal kurz speichern, dann schaue ich mal nach. Aber ich denke mal, da war der Raum, wo wir gekämpft haben. Und genau, das war das Labor. Halt, falsche Richtung. Dann muss es hier sein. Sieht, glaube ich, gut aus. Gehen wir? Gwella Glan! So, Frau Gwella Glan, komm. Ja, sieht gut aus. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Also. Gehen wir. Ja, komm. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ja, komm. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera.
Scheiße. Ja, gut. Jetzt warte mal. Quest. Okay. Was haben wir noch sonst so für Aufträge? Könnten wir vielleicht machen, auf die Einladung können wir vielleicht eingehen, aber wir schließen. Was haben wir sonst hier oben? Der Baron und Herrinnen des Waldes. Das sind 10 Hexen. Hexeraufträge haben wir. Hanna aus dem Wald, aus den Wäldern. 10. Schatz suchen, okay, das ist alles in einem anderen Gebiet, Novigrad. Level 33, auch das eine da, okay. Ja, Level 10. Sollen wir sie jetzt besuchen? Sie denkt dabei nicht an Tee und Kuchen, also will sie ja was anderes von Geralt. Erstmal speichern. Habe ich überhaupt gespeichert? Ich denke mal nicht. Es wäre, glaube ich, erstmal sinnvoll zu speichern, bevor wir jetzt da irgendwas machen. Ich denke, wir müssen auch erstmal die falsche Taste wieder. Erstmal schauen, dass wir jetzt das Zeug verkaufen, was wir noch da haben.